dem Herr Kiburg werden umfangreiche Straftaten vorgeworfen. Und er soll halt als Kommandeur einer Eliteeinheit an der Verschleppung von Oppositionellen mitgewirkt haben. Es gibt einen dringenden Tatverdacht gegen Sie. Warum haben Sie sich den argentinischen Behörden nicht gestellt? Warum sind Sie nach Deutschland gegangen, statt in Argentinien zu bleiben? Die Mitglieder von dieser Abteilung in Mar del Plata, also da heißt die Musos Tacticos, die waren die besttrainierten Mörder von der Diktatur. Ich finde, dass es vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte uns sehr gut zukommt oder dass es eine besondere Verpflichtung für Deutschland ist, solche Taten unter allen Umständen zu verfolgen, und zwar eben insbesondere dann, wenn deutsche Staatsangehörige daran beteiligt gewesen sein sollen. ...12.100 Kilometer liegen zwischen Berlin und der argentinischen Stadt Mar del Plata. Dort würde man den älteren Herrn, der hier gemütlich durch Berlin spazieren geht, gerne sehen, und zwar vor Gericht. Sein Name? Luis Esteban Kyburg, geboren am 22. Januar 1948 im argentinischen Catamarca, Sohn deutscher Einwanderer. Kyburg besitzt sowohl die deutsche als auch die argentinische Staatsangehörigkeit. Gegen den Ex-Marineoffizier liegt seit 2013 ein internationaler Haftbefehl vor. Grund: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Belohnung 500.000 Peso, damals etwa 7.000 Euro. Am 23. März 2015 stellen argentinische Behörden einen Auslieferungsantrag für Kyburg an die Bundesrepublik. Er soll während der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 an der Verschleppung und Tötung von Oppositionellen beteiligt gewesen sein. Nachfrage der Bildreporter bei dem Gesuchten. Von der Bild-Zeitung, Bild-TV. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich habe keine Zeit, ich gehe zum Arzt. Es gibt einen Fahndungs- und einen Haftbefehl gegen Sie. Können Sie mir sagen, was zu den Vorwürfen? Können Sie mir sagen, was an den Vorwürfen dran ist, dass Sie angeklagt sind wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Kennen Sie dieses Fahndungsplakat? Es ist ein Auslieferungsantrag gestellt worden, dass Sie nach Argentinien bzw. in Argentinien Menschen umgebracht haben sollen, 1976. Was stimmt daran? Das ist falsch. Warum soll das falsch sein? Ihre Kameraden sind auch verurteilt worden. Lese Sie über die argentinische Geschichte. Die Chronologie des Terrors beginnt in Argentinien mit einem Militärputsch. Am 24. März 1976 übernimmt der Oberkommandierende der Streitkräfte, Jorge Rafael Videla, die Macht. Señoras, señores. Mit brutalsten Methoden verfolgt die Militärjunta unliebsame Regimekritiker. Willkürliche Verhaftungen, Entführungen und Morde gehören fortan zum Alltag. Eines der Zentren des staatlichen Terrors befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Mar del Plata, einer Hafenstadt südlich von Buenos Aires. Hier liegt die Base Naval, ein hochgesicherter Stützpunkt der argentinischen Marine. Luis Esteban Kyburg dient hier zunächst als Leutnant. Der Offizier ist 28 Jahre alt und Mitglied einer Kampfschwimmereinheit, der Agrupación Buzos Tácticos. Diktator Videla setzt die Elite-Soldaten nicht nur militärisch ein, als Todesschwadronen führen die Männer Operationen gegen die Zivilbevölkerung durch, brutal und gnadenlos. In Buenos Aires treffen wir Rechtsanwalt César Civo. Als Nebenkläger hat er schon Dutzende Prozesse gegen die Täter von einst geführt, jetzt will er Kyburg vor Gericht bringen. Kyburg war der zweite Kommandant der taktischen Taucher. Innerhalb der Armee galt diese Truppe als absolute Eliteeinheit. Diese Soldaten waren die, die am besten ausgebildet waren. In den Operationen waren sie die motiviertesten. Und wenn wir genau über diese Einheit reden, dann muss man sagen, dass sie eigentlich eine sehr kurze Einsatzzeit hatten. Dafür aber mit einem extrem hohen Maß an Verfolgung, Folter und Hinrichtung.
pero con un altísimo nivel de persecución, de tortura y de ejecuciones. Zurück nach Mar del Plata. Die meisten Verbrechen dieser Einheit fanden auf einem Außengelände der Base Naval statt. Direkt neben einem Leuchtturm hatte das Militär eine Großküche in eine Folterkammer umgebaut. Laut Anklage sind hier mindestens 152 Menschen gefoltert und anschließend getötet worden. Die Behörden gehen davon aus, dass auch der stellvertretende Kommandant Luis Esteban Kyborg mitgemacht hat oder von den Misshandlungen und Morden gewusst haben muss. Sie haben ihre Opfer an den Füßen aufgehängt und steckten sie dann kopfüber in einen Wassertank. Dann ließen sie sie nach unten in die Tiefe sinken. Sie hielten die Opfer so lange unten, bis sie blau anliefen. Dann wurden sie plötzlich wieder nach oben gezogen, damit sie nicht sterben. Was passiert dann? Alle Opfer, die so von dieser Kampfschwimmereinheit in diesem Tank gefoltert worden sind, erlitten schwere Herz- und Lungenschäden, ausgelöst durch den enormen Druckauf- und Druckabbau. Dieses schnelle Auf- und Abziehen war äußerst schlimm für die Lungen und das Herz. Das machte diese Spezialeinheit. Das waren Kyborg und seine Leute. Der Terror gegen die eigene Bevölkerung dauert 7 Jahre. Am Ende der Diktatur, 1983, sind mehr als 30.000 Opfer zu beklagen. Die meisten Täter können untertauchen. Erst Jahre später kommt es zu den ersten Anklagen. Die Verhandlungen ziehen sich in die Länge. Im April diesen Jahres endete der vorerst letzte Prozess vor dem Bundesgericht in Mar del Plata. Von 35 Angeklagten werden 28 wegen Mordes zu lebenslanger Haft, 7 Männer wegen Folter mit bis zu 25 Jahren Haft verurteilt. Darunter auch Kommandeure aus Kyborgs Einheit. Also Sie haben im Gegensatz zu den verurteilten Kameraden nichts mit der Ermordung von diesen Menschen zu tun. Ich kenne alle diese Kameraden und sind sehr schöne Personen. Was haben Sie denn gemacht in dieser Zeit, 1976, wo bis 83, wo mehr als 30.000 Menschen verschwunden Arbeiten, sind? Tauben und ich weiß, mein Deutsch ist schlecht. Sie waren Kampfschwimmer einer Einheit und Sie waren mit, so lautet die Anklage, beteiligt an Aktionen gegen Oppositionelle. So steht es auch. Ich? So wurden auch Ihre Kameraden, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, ich verurteilt. Ich weiß nicht. Diese Klage ist, weil ich in Mar del Plata war, in 1976. Nach dem Ende der Diktatur arbeitet Kyborg als Jurist. Noch ist er nicht in das Visier der Ermittler geraten. 2013 werden 7 von 13 Kommandeure, die meisten dienten auf der Base Naval, wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Darunter auch Konteradmiral Juan Carlos Malugani, Kommandeur von Kyborgs Einheit, und ein weiterer Kommandeur, Fregattenkapitän Juan Carlos Pertusio. Auch Kyborgs direkter Vorgesetzter, Kapitän zur See Rafael Alberto Guidassu, bekommt lebenslang. In einem Zeugnis belastet er Kyborg schwer. Zitat: Im Kampf gegen die Subversiven zeigt er das höchste Maß an Verantwortung. Er war beteiligt an den Einsätzen der Spezialeinheiten. Kyborg taucht unter und kann sich so einer Anklage entziehen. 2013 wird er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Am 21.03.2014 werden die argentinischen Behörden von Interpol informiert. Kyborg lebt in Berlin. Mit dem deutschen Pass fühlt sich Luis Esteban Kyborg in der Hauptstadt sicher. Er kann nicht ausgeliefert werden. Auch der Deutsch-Argentinier Toni Hervida lebt in Berlin. Er ist Journalist und berichtet seit Jahren über die Gräueltaten der Militärjunta aus seiner Heimat. Dass ausgerechnet einer der Hauptverdächtigen ganz in seiner Nähe lebt, erfährt er durch einen Zufall. Also während einer Veranstaltung haben wir im Rahmen von dieser Veranstaltung eine Live-Schalte gemacht zu dem Staatsanwaltschaft in Mar del Plata, die einfach für Subzone 5 sind, zuständig gewesen ist, glaube ich. Und er hat uns bestätigt, dass irgendwie eine von diesen gesuchten Personen in Deutschland Zuflucht gefunden hätte. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, wenn ein Deutschland ist, wie kriegen wir hin? Also was können wir machen? Und nach einer langen Zeit dann haben wir eine Information bekommen, dass er sich in Berlin aufhält. Sofort macht sich er wieder an die Arbeit, recherchiert in den Akten, versucht herauszufinden, wo sich der gesuchte ehemalige Marineoffizier aufhält.
das Gefühl, dass ich mir jetzt was unternehmen könnte und ein bisschen Gerechtigkeit und alles, was in Argentinien passiert ist. Wir reden von 30.000 Verschwundenen und 7 Jahre brutale Diktatur. Und viele Bekannte und Freunde von mir haben jemanden verloren. Also ich persönlich nicht. Und es war mir klar, ich werde jetzt was unternehmen. Nach Monaten Recherche kann er wieder seinen Landsmann ausfindig machen. Der Gesuchte lebt mit seiner Frau in Berlin-Pankow. Der Journalist will sicher sein, filmt Kyburg und vergleicht die Bilder mit alten Fotos. Also für mich war erstmal so ein komisches Gefühl, weil ich stehe vor jemandem, der einfach schon einiges getan hat, also nicht irgendwie ein ungefährlicher Mensch. Und der hat sich irgendwie sehr sicher gefühlt. Also der hat irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass es jemand, der verfolgt ist oder gesucht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er vorsichtig ist oder dass er versucht, sich zu verstecken oder sowas. Toni Ervida wendet sich an den Berliner Anwalt Wolfgang Kalek. Der Jurist beschäftigt sich seit Jahren mit Menschenrechtsverletzungen. Im Falle eines Prozesses gegen Kyburg wird er die Nebenkläger vertreten. Kalek steht in Kontakt mit Angehörigen der Terroropfer und hat Akteneinsicht. Dem Herr Kyburg werden umfangreiche Straftaten vorgeworfen. Er steht ja nicht alleine auf der Anklagebank. Und er soll halt als Kommandeur einer Eliteeinheit an der Verschleppung von Oppositionellen mitgewirkt haben. Und diese Verschleppung wird juristisch als Entführung qualifiziert. Die Leute sind dann in clandestine Haftzentren überführt worden. Dort sind sie alle fast ausnahmslos gefoltert worden. Und anschließend hat man sie, wie der Ausdruck lautet, verschwinden lassen. So, und einer der Fälle ist eben der Omar Marocci. Aber dem Herrn Kyburg werden mindestens 18 weitere Fälle vorgeworfen. Omar Marocci ist gerade 19 Jahre alt. Er will studieren und arbeitet in mehreren Sozialprojekten. Am 18. September 1976 brechen Todesschwadronen in seine Wohnung im Mar del Plata ein und verschleppen ihn. Seitdem ist Omar spurlos verschwunden. Die argentinischen Behörden sind sich sicher, die Männer kamen aus Kyburgs Einheit. Anahi Marocci, die Schwester von Omar, erfuhr von Kyburgs neuem Aufenthaltsort. Sie reiste sofort von Buenos Aires nach Berlin, beauftragte Anwalt Kalek. Ich bin hier in Deutschland, weil einer der Täter, der auch auf der Basis war, auf der mein Bruder entführt, gefoltert und ermordet wurde, in diesem Land lebt. Wir haben den Wunsch nach Gerechtigkeit. Jetzt versuchen wir ihn von hier, also von Deutschland aus, vor Gericht zu stellen. Er ist eine Person, die in diesem Land auf der Flucht ist. Er wird nur dadurch geschützt, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und deswegen nicht ausgeliefert werden kann, um in Argentinien verurteilt werden zu können. Deshalb haben wir uns entschlossen, auf der Suche nach Gerechtigkeit, uns an die deutsche Justiz zu wenden. Seit dem Auslieferungsersuch 2015 beschäftigt der Fall auch die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Trotz Haftbefehl für eine Festnahme fehlen die rechtlichen Voraussetzungen. Wir müssen nach deutschen Maßstäben, nach deutschen Rechtsgrundsätzen gucken, darf die Person in Haft genommen werden. Das setzt voraus einen dringenden Tatverdacht und einen Haftgrund. Und den dringenden Tatverdacht zu belegen bei einer Auslandstat, noch dazu einer derart komplexen Auslandstat, wie es diese Verbrechen während der Junta normalerweise sind, das ist eben ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Und da gilt in Deutschland die Unschuldsvermutung, solange wir diesen dringenden Tatverdacht nicht erbringen können, bleibt die Person in Freiheit. Und ich muss beweisen, dass der Angeklagte, der dort vor uns sitzt, dafür die Verantwortung hatte und dass er zu dem Zeitpunkt, als er seine Tat begangen hat, also 1976 oder etwas später, wusste, was passiert mit diesem Menschen, nachdem ich mit ihm zu tun hatte. Und das ist ambitioniert, aber ich denke, das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Dass er im Visier deutscher Behörden steht, weiß Luis Esteban Kyburg schon länger. Sorgen bereitet ihm das offenbar nicht. Ich warte hier, ja, Gericht, hier in Deutschland, nicht in Argentinien. Also Sie rechnen mit einer Anklage? Ich weiß es nicht. Ich warte. Unschuldig. Und
Wie sagt man das auf Tranquilo? Müde, in Ruhe. In Ruhe. Durch. In Ruhe, genau. Die Ruhe könnte bald vorbei sein. Demnächst wollen Vertreter Berliner Ermittlungsbehörden nach Buenos Aires fliegen, zur Zeugenbefragung in der Ermittlungssache Kyburg.